Meine Freunde, zwei neue Beats sind online, zwei Drill Instrumentals. Ich blende den Link hier oben ein, geht doch mal rauf, lasst einen Klick da. Folgt mir auch bei Spotify, Deezer, sonst wo, meine Freunde. Danke für jeden Support. Was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge von P-Reaction. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's wie immer bestens. Und wie immer, ohne langes Rumgerede, legen wir direkt los. Aber ganz kurz vorher, meine Freunde. Abonniert nochmal den Channel und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Reaction mehr verpasst. Sehr nice. Und jetzt geht's los. Direkt mit Raf Camora featuring Crow. Bei Nacht heißt der Song. Produced by Philip Morris, Bad Company. Kali, The Royals, The Great, Raf Camora, Menju, Luke Ray, Suena. What the fuck, Alter? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. The Royals, wie viel sind The Royals? Weiß ich nicht. The Great sind 2, ne? Soweit ich weiß. Haben wir 10 Producer oder sowas mitgewirkt. Na, da bin ich mal gespannt. Master bei Lex Barkey, Mix bei Menju. Video wie immer bei King Charo Casado. Legen wir los. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Die Kombi hört sich interessant an. Bei Nacht. Ich muss immer kurz stoppen, am besten bevor der Einstieg kommt, dachte ich. Erst bin raus, bei Nacht, sind meine Bodies, bei Nacht, ganz viel Zombies, bei Nacht, alles am Lande hier, bei Nacht, vor dich die Straße, bei Nacht. Die Stimme von Crow erinnert mich an Bazu, oder Bazu, der Rapper von 022, BAZU, könnt ihr gerne mal checken. Ey, 1:1, die Stimme hat mich sofort daran erinnert. Immer der Cover, bei Nacht. Adi. Tokyo Ghoul. Hör mal, sag ich am Pool. Ich mach mal den Camora-Part nochmal von vorne. Tokyo Ghoul. Hör mal, sag ich am Pool. Kleiner Trip durch die Bulle. Kawasaki ist full. Komm mit Körper aus Chile. Maschine auf nice. Der Maschine. Komm in Black in den Club von Black. Wie er mit dieser tiefen Stimme so relaxed reinkommt, so mit den Lücken. Und dann auf den Raf Camora-Style. Sehr nice, sehr nice. Meine Jungs sind Vampire. Hab Game verändert wie der Clip von Co. Viele spielten da noch Mikado. Bin Carbon, sieht komplett in weiß. Granat Kiesbruder, sie schmeckt wie Eis. Starker Style. Starker Style auf jeden Fall. Auch starkes Video. Liebt sie mich wirklich oder liebt sie mein Hype? Wer weiß, vielleicht. Erst bin raus, bei Nacht. Sind meine Bodies, bei Nacht. Ganz viel Zombies, bei Nacht. Alles im Lonely. Das ist krass, die Stimme von Crow hört sich an wie von diesem Bazu, wie ich es gesagt habe, Alter. Müsst ihr euch mal geben, safe. Ganz krass. Starkes Ding. Tokyo Nights, alle Lichter am Schein, alles schick und kawaii. Jetzt der Crow-Part. Cookies trifft im Kreis. 3 Uhr nachts in Shibuya, ich drück drauf. Yukata aus Velour, sie fliegt auf. Bleiben wach, bis der Mond nicht mehr scheint. Relax the part, relax. Der Himmel färbt sich rosa und weiß. Und sie fragt mich, kommst du noch vorbei? Ja. Krasse Aufnahmen von Charo Casado, muss man mal nebenbei gesagt haben. Wirklich krass. Geiler Song. Wirklich starker Song. Kann man sagen. Also ich feier den. Oh fuck, da ist schon das Mic hier weg, Mann. Wie bei Blade, wo das Blut von der Decke kommt. Nee, bei Nacht. Vor dich die Straße, bei Nacht, bin undercover,
Penard, Amphetamine, Penard, zu viele Vampire hier Penard. Ich finde die Hook bringt Crow geiler rüber, wie der Part war, weil ich finde von Raf Camora war der Part stabiler auf jeden Fall. Also, er ist nur zu Ende hören, ja. Haha, schön erfreulich hier. Aber haben die 10 Producer gut produziert, muss man sagen. Starker Song, starkes Video. Raf Camora featuring Crow bei Nacht. Kann man auf jeden Fall gepflegt erstmal einen Daumen da lassen. Und gehen wir zu den Flammen über. Der Song hat auf jeden Fall seine 4 Flammen verdient. Starker Song. Stark produziert. Starkes Video auf jeden Fall. Zack, 4 Flammen. Was sagen die Leute in den Kommentaren? Dankeschön, dass es so einen talentierten Rapper wie dich gibt. Drauf endlich, freue mich schon. Im Auto bei Nacht zu hören. Ja, also durchgehend anscheinend hier wieder alles positiv. Sehr nice. Ist auch ein cooler Track auf jeden Fall. Like haben wir da gelassen. Die 4 Flammen haben wir da gelassen. Safe. Sehr gut. Raf Camora stabil reingekommen in sein Part. Auf jeden Fall schön mit der tiefen Stimme und dann in den Raf Camoras Teil. Abgang Bridge-mäßig wieder so ein bisschen lower. Nice. Crow bringt die Hook sehr, sehr stabil rüber auf jeden Fall. Der Vibe ist da. Ich find's gut, wie er das macht. Kann man sagen, was man will. Ja, ich bin draußen, bei Nacht, sind meine Bodies, bei Nacht, ganz viel Zombies, bei Nacht, alles. Dieser ruhige, relaxte Vibe ist da, finde ich richtig gut, finde ich richtig gut so. Pass auf mit Raff! Hab ich die Strada, bei Nacht, bin undercover, bei Nacht, Amphetamine, bei Nacht. Passt sehr gut zusammen auf jeden Fall, die beiden, die kommen, hätte ich nicht gedacht. Wo ich sagen muss, er bringt sein Part. Er hätte ein bisschen mehr Rap sein müssen, er ist so low wie in der Hook, so da hätte ein bisschen mehr passieren können, bei Crow meine ich. Und Raf Camora stabil abgeliefert. Ernsthaft. Also soll nicht heißen, dass Crow das schlecht war, nur dass das bei Raf Camora einfach mehr abging im Part. Aber geiles Ding, sehr krass. Kawasaki ist full. Promis Körper aus Chile. Nice. Maschine auf der. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. So, meine Freunde, wollen wir es gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Like ist da, die 4 Flammen sind da, stabiles Ding. Ich habe alles dazu gesagt, was zu sagen gibt. Wäre nice, abonniert nochmal den Channel und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Reaction mehr verpasst. Sehr nice. Ansonsten, meine Freunde, bleibt stabil, bleibt gesund, bombardiert die Kommis voll, wie ihr den Song findet von Raf Camora featuring Crow bei Nacht. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns bei der nächsten Reaction wieder. Ich habe das schon gerade gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Meine Freunde, bleibt stabil, bleibt gesund, lasst euch nicht auf den Sack gehen. Ich bin raus. Peace.